Meine Damen und Herren, wie geht's euch? Ey, dein Platz sieht aus wie so ein Hausflohmarkt. Und warum? So alles auf dem Tisch, so Ladekabel. Was hast du für ein Ladegerät, Mann? Wieso? Ist warm geworden. Oh, trinken wir heute mal wieder eine Cola Zero? Ist warm geworden. Was du selten trinkst? Wie viel Liter hast du schon heute getrunken? Ich hab, ey, die ist zu warm. Ich hab zu lange gewartet. Ja. Egal. Ja, ich schmeiß sie weg. So. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Die Leute fragen sich, warum ich die ganze Zeit hier mit der Shisha sitze. Ja. Weil Nisa meinte, du bist entspannter. Ja. Du bist entspannter, du bist viel cooler. Ich finde, das verletzt mich ein bisschen, dass du mich so nicht entspannt findest. Aber was soll's? Man kann ja nicht alles im Leben haben, oder? Ja. Wie geht's dir? Gut, und dir? Mir geht's sehr gut. Wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Was gibt's zu erzählen? Nicht viel. So, Nisa, eine oder andere Nachricht habe ich auch wegen dir bekommen. Ich tue jetzt so, ob ich wirklich eine gekriegt habe, warte. Ja. So. Ja, die haben mich gefragt. Nisa erzählt nie was von seinen Animateur-Sachen. Jetzt ganz frei weg, von der Leber. Wie animierst du die Leute am Pool? Ich bin ja kein Animateur. Doch, das bist du ein. Du behauptest das. Nein, jeder hat dich schon gesehen. Außerdem hast du angefangen, der Gag fing damit an, dass du gesagt hast, ich sehe aus wie ein ägyptischer Animateur. Von du siehst aus wie ein ägyptischer Animateur zu du bist ein ägyptischer Animateur. Ja, okay. Wo wird das enden? Ja, erzähl mal, wie machst du das? Ja, es ist immer unter. Weil es ist schwer, du weißt ich ja. Ich arbeite den Job, ich führe den Job doch nicht mal aus, seit ich hier bin. Ja, aber wie hast du es so gemacht? Ich habe es nur so lange gemacht. Außer bis ich hier angekommen bin. Außer die Ü70-Hotelgäste. Da wissen ja, wie du es gemacht hast. Ja, genau. Da, so bin ich auch gekommen. Ja. Mit einer Ü70-Frau. Hallo, Schatzi, heiraten, Habibi. Ja. Oh, aber schön, stolz Deutschland. Auf mich, wie gut ich Deutsch spreche für so einen Animateur. Ja, du hast ja auch mit der 70 Jahre gelebt. Mit der Frau. Eben, ich bin schon. Das hat ja ein bisschen gedauert, bis der Pass durchgegangen ist. Ich bin in den 60ern schon gekommen. So, wie ist das so? Bist du selber bedrängt von Animateuren im Urlaub? Nein. Weil wir sind eine Clique. Sehen die gleich aus? Ne? Ja, wir erkennen sehen die so? Wir erkennen uns. Wenn ich auch einen irgendwo sehe, dann machen wir nur so. Wir nicken uns zu. Ja? Ja, wir erkennen uns. Wir fliegen ja wahrscheinlich weg. Ich habe heute ja ein Telefonat geführt, während du duschen warst mit deinem sexy Arsch. Ja. Ja? Den ich durch die Scheibe gesehen habe. Ich konnte mich ja nicht konzentrieren. Ich habe den Typen kaum zugehört am Telefon. Ich habe Lautsprecher angehabt und gesagt, yo, Alter, der hat einen süßen Squitchen-Arsch. Ein Squitchen-Arsch? Ja. Was ist ein Squitchen-Arsch? Diese Squitchies, wie heißen die? Squitchen. Was sind Squitchies? Quitten, jetzt weiß ich's. Apfelquitten. Also diese Dings. Ja, Squitchies. Squitchies heißen die? Nein, eigentlich nicht. Ich hab's okay. Also, wir fliegen ja bald weg. Erzähl doch erstmal, was im Telefonat war. Achso, ja, Telefonat, der hat gemeint, das ist alles entspannt, das ist kein Risikogebiet, ja, wir müssen nur einen Covid-19-Test vorher machen, 96 Stunden vorher. Wenn er negativ ist, können wir ganz normal einreisen. Dann sagt er aber, ich weiß aber jetzt nicht, wie es da ist, was für Gesetze da sind, hat er mir eine Nummer gegeben, die dafür zuständig sind. Sag, ruf da an. Du weißt ja, mein Englisch ist zu gut für die. Ja. So, mein Englisch ist viel zu gut für die. Die verstehen mich doch gar nicht. Ja, genau. Deswegen werde ich dir die Nummer weiterleiten, ja, dass du da mal anrufst mit deinem gebrochenen Englisch. Genau. Und dann wirst du mit denen telefonieren. Okay. Und dann fragst du die, ey, wie sieht's aus? Wir kommen aus Deutschland. Ja. Ich bin Deutscher, kannst du auch sagen. Ja. Bla bla. Ich bin ja Deutscher, das wäre ja keine Lüge. Du bist keiner. Doch, ich bin ein Deutscher. Okay, sing mir drei richtige deutsche Songs vor. Ganz kurz, anbricht. Drei richtige Deutsche. Also, wo man sagt, oh, das ist Deutsch. Er gehört zu mir. Wie mein Name an der Tür. Ja, Michelle Pfeiffer oder so, ne? Ja, du bist auch Michelle Pfeiffer, ist eine Schauspielerin. Andrea Berg. Marianne Rosenberg. Okay. Kennst du auch sein. Den zweiten? Marmorstein und Eisen bricht, aber unsere Liebe nicht. Alles, alles geht vorbei, doch wir sind uns treu. Marmorstein und Eisen bricht. Ja, der? Weil, singen kann er auch noch. Er sieht nicht nur gut aus, kann Schauspieler, ja, er ist lustig, er singt. Ihr könnt alles, ne? Ja. Okay, dritter Song. Dann hast du den kleinen Deutschtest bestanden. Ich kann 50 Songs singen. Dritter Song, hier. Verdammt, ich lieb dich. Ich lieb dich nicht. Verdammt, ich brauch dich.
ich brauch dich nicht. Verdammt, ich will dich. Aber die sind ja kommerziell. Kommerziell, ja, und? Solche unkommerzielle Songs. Ja. Also ich muss jetzt nur für dich irgendeinen Song holen, den gar keiner kennt. Ja, dass man, nee, dass der Thomas, der 50-jährige Thomas, der zu Unge, der sagt, das ist deutsch. Ja, das ist deutsch. Ja, das war aber, das kennt ja jeder. Das kennt nicht jeder. Doch. Kennst du das? Also das letzte Titel kenne ich, also wer der Sänger war oder Sängerin, kenne ich. Aber du kennst den Song? Song kenne ich, ja. Alle drei? Kannst du alle drei? Wenn, als Kurde. Als Kurde? Also ist das nicht deutsch. Das ist nicht deutsch, dann zählt's nicht. Ja, dann könnte es nicht sein, dass dieser Kurde einfach gute deutsche Songs kennt? Nein, der nicht. Der hört eher so dieses Ebisch-Misch-Massesen und so. Was? Ich weiß nicht, der Schnibbel-Hassesen oder so. Was ist das? Ist ein Kurde? Dieser Typ mit dem Schnurrbart. Der hat alle Schnurrbart. Ach, Ibrahim Tatlıses. Ja. Den hörst du zum Beispiel nicht. Ja. Warum hörst du den nicht? Ja, also, wie angegriffen werden. Ein Thema. Das waren, also wenn er sie schon als Kurde kennt, dann sind es keine deutschen Songs, sorry. Also es sind keine deutschen Songs. Doch, sind deutsche. Aber die kennt jeder dann. Wir wollen ja einen Beweis haben, dass du richtiger Deutscher bist. Ein Beweis. Und der ist nur über Songs zu. Ja. Ich darf die nicht kennen, dann sind die. Ja. Er darf sie nicht kennen. Er ist dein. Dein Songometer. Ja. Dein Songometer. Das ist gut. Das ist gut. Völlig losgelöst von der Erde fliegt das Außenboot. Raumschiff. Ach so. Das kennst du? Ja klar, das sind nur Hits. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Ja, 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 jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Das war, ja, das war aber von mir. Ja, aber ich kenne den auch. Ja, aber das kam von mir. Ja, und? Ja, wie? Ich hätte den auch irgendwann gebraucht. Du hast doch jetzt nur, weil ich mit diesen deutschen Songs angefangen habe, bist du jetzt alle neue deutsche Welt-Songs durchgegangen. Was für ein linker Basauri. Guck mal, jetzt von unseren Bijamisten und unseren deutschen Mitbürgern hast du immer noch keinen Beweis geliefert. Also einen. Zwei fehlen noch. Ja. Muss ich drei? Jetzt, guck mal, der, guck mal, was der macht. Ich finde, das Leben muss fair sein. Der passt die Regeln immer so ein an, weiter, bis ich die nicht mehr fühle. Hab ich schon nie gelernt vom Schach. Wenn ich jetzt das nochmal mache und nochmal, dann wird er sagen, ja. Guck mal, aber jetzt musst du. Wir haben gesagt, drei Songs, die keiner kennt. Du hast einen. Die andere kannte ja jeder. Skandal im Sperrbezirk, Skandal, Skandal um Rosi. Das kenne ich aber auch nicht. Doch. Nein, das kenne ich nicht. 100% kennst du das. Nein. Skandal im Sperrbezirk? Kenne ich nicht. Doch, das kennst du. Nein. Ich bin überzeugt davon. Ich kenne das wirklich nicht. Ich habe es noch nie gehört. Skandal. Skandal um Rosi. Das kennst du. Doch, das kennst du. Ich lasse das im Auto gleich laufen. Okay, dritter. Hast schon zwei. Jetzt bist du warm geworden. Jetzt bin ich warm. Nicht mal Shazam. Boah. Okay. Wie, was ist los? Okay, pass auf. Kennst du? Hier kommt Kurt. Ohne Helm und ohne Gurt. Hier kommt Kurt. Kennst du das? Nein. Du? Ja, ich kenn das. Yeah! Das ist geil, ne? Ja. Ja, okay. Jetzt hast du. Das ist gut. Drei deutsche Philosophen. Drei. Ja, da gibt es 50. Drei deutsche Dichter. 100 gibt's. Ja, sag mal drei Stück. Philosoph oder Dichter? Dichter. Also drei deutsche Dichter. Bist du dabei? Kuse Warsch, Curse und... Aber Goethe ist ein Deutschland ist ja das Land der Dichter und Denker, sagt man ja. Ja. Weil wir ganz viele Philosophen haben. Die meisten Philosophen und, also nicht die meisten, die bekanntesten Philosophen und Dichter sind ja wirklich Deutsche. Und Iraner. Und Iraner. Was gibt's denn, wir haben echt viel. Nietzsche und Beetje und... Die Heurismus. Ich sag dir sogar genau, wann der gelebt hat. Wer? Diese Nietzsche. Klar, das interessiert mich voll. Erzähl mal. Nee, ich jetzt, damit du hier immer was lernst. Also, Emo ist immer am Start. Er ist unser Helfer. Und ohne ihn würde hier nichts funktionieren. Ohne dich funktioniert gar nichts. Okay, ja. Was macht er jetzt genau mit der Shisha? Der hat mir einen neuen Kopf drauf gemacht. Und weil er sich damit auskennt und ich nicht, er macht die wieder so schön, dass ich wieder mit Genuss rauchen kann. So. Und das kann er nur mit seinen filigranen Händen, die so wunderschön so Klavierhände sind. Da kann er so den Tabak rein so füllen. So.
Ey, es gibt, ey, der Nietzsche-Name ist hier sehr, sehr stark vertreten. Bei was denn? Chemiker, Schriftsteller, Journalist. Ja? Ja. Okay. Hier, Max Nietzsche ist ein deutscher Journalist und promovierter Philosoph. Oh. So, jetzt geben wir das mal auch ein. Das gucken wir mal. Dietrich Nietzsche, er war ein deutscher Bildhauer, der zum Konstruktivismus gerechnet wird. Gunther Nietzsche, deutscher Agrarwissenschaftler, Tierzuchtleiter und Museumsleiter. Skandal um Rosi. Hey. Okay, ich habe jetzt was. Okay, ich habe was gefunden. Wir machen jetzt einen Deutschtest mit dir. Okay. Wie deutsch bist du? Ja. Das ist gut. Wie deutsch bist du eigentlich? Also, die Frage ist, legst du großen Wert auf Pünktlichkeit? Ja. Niemals. Doch. Überhaupt nicht. Doch. Aber es gibt hier mehrere Antworten. Wir haben hier mehrere Antwortvarianten. Absolut, Pünktlichkeit ist ein Gebot der Höflichkeit. Ja. Niemals. Da bist du schon weg. Naja, das berühmte akademische Viertelstündchen ist schon okay. So genau nehme ich das nicht. Nein, pünktlich ist was für Spießer. Wo wirst du dich, und sei ehrlich, weil das Erste ist schon mal gar nicht. Aber ich finde, Pünktlichkeit ist wichtig. Ja, das ist wichtig, finde ich. Ich finde auch wichtig, dass man keine Leute schlägt, aber es passiert trotzdem. Ja. Also, naja, das berühmte akademische Viertelstündchen ist schon okay. Das ist auch nicht so deins. So genau nehme ich das nicht. Ich glaube, das ist eher... Ich möchte auf diese Frage nicht antworten. Nein, das muss ich, das kann ich nicht weiterdrücken. Ja, lass mich doch nehmen, was ich will. Ja, aber das stimmt ja nicht. Du musst ja ehrlich sein, du kannst ja nicht unsere Pyjamisten hier eine Lüge erzählen. Ich kenne dich ja. Ja, dann beantwortest du die für mich. So genau nehme ich das nicht. Boah, das ist mies. So, jetzt haben wir die, Ewald. Welches Zitat kommt deiner Einstellung zur Arbeit am nächsten? Boah, jetzt werde ich komplett zerstört, Alter. So. Das ist schon mal gar nicht dieser. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Ja. Nein, überhaupt nicht. Doch, ich bin so geworden. Ja, geworden. Lass das mal eine 2 Wochen durchziehen. Ja, nee, ich bin jetzt schon länger so. So. Was du heute kannst besorgen, das verschiebe ich nicht auf morgen. Ja, so den. Ey, Emo, danke. Du bist ein Schatz. Mhm. Ja, sonst, ich bin schon hier ganz kirre geworden. Erzähl. Ich zitter schon die ganze Zeit. Hier, ich krieg's nicht hin. So, was haben wir denn hier noch? Also, dann haben wir einmal, Arbeit ist nur das halbe Leben. Mindestens das zweite, das weiß ich selber. Nur wer etwas leistet, kann sich etwas leisten. Ja. Ja, da reden wir noch von deinem Kinobesuch mit deinen 15 Leuten, die du eingeladen hast. Nur, nicht nur im Wörterbuch kommt Arbeit vor Erfolg. Wer in der Arbeit die Erfüllung seines Lebens sieht, ist wohl blind in seiner Freizeit. Verschiebe nicht auf morgen, was du heute kannst besorgen. Wirklich. Arbeite hart und sei freundlich, alles andere kommt von selbst. Oh, das ist auch gut. Oder, was ich denke, weder noch. Ja? Ich sah im großen Deutschtest. Du bist schon bei der ersten Frage durchgefallen, ne? Nein, ich habe eine Ahnung. Wir wissen das noch nicht. Das kommt ja am Ende. Achso, ja, okay, sorry. Sorry. Ja, und außerdem hast du die erste du beantworten, hast du natürlich so schlecht wie möglich für mich beantwortet. Okay, was nehmen wir da? Verschiebe nicht auf morgen, was du heute kannst besorgen. Hast du nicht gerade ein Audio vom Stefan, unserem Steuerberater, bekommen? Ja. Hast du aber direkt erledigt? Ja. Ja? Ja. Gehst du auch morgen hin? Ja klar, ich muss. Okay, dann machen wir das doch mal. Ja. So, das ist schon mal. Wie gehst du auf Fremde zu? Ich rede mit jedem, als wäre er mein bester Freund. Okay, warte, Assalamu alaikum ist schon mal hier nicht. So, dann... Echt? Lass mich beantworten. Na, ja, ich lese sie doch vor, du musst mir das sagen. Ja, okay. Ich beantworte nicht für dich. Ja, okay. Offen und zuvorkommend. Höflich, aber zurückhaltend, vollkommen neutral, misstrauisch und distanziert. Ich bin wohl manchmal etwas unhöflich. Ja, das passt eher zu dir. Je nachdem, wie sympathisch mir jemand ist. 100%. Offen und zuvorkommend. Das weißt du, dass ich so bin. Okay. Was stellst du Mitte des Monats beim Blick auf dein Konto normalerweise fest? Ja, lese mal schon die Antworten vor. Klicke ich einfach irgendwas an. Nein, ich lese mal die Antworten. Außer meine Fixkosten habe ich noch keinen weiteren Cent ausgegeben. Was noch? Ich habe mir etwas gegönnt, bin aber immer noch halbwegs flüssig. Ups, das war wieder knapp diesen Monat. Was noch?
Mist, mein Dispo ist mal wieder erschöpft. Eins. Nein. 100%. Nein. Sagst du nicht immer, Nisa, du kommst immer mit dem Mindesten aus und dass ich mit so und so viel Geld so lange leben kann und dass ich mir nichts gönne, nichts, außer einen Kinobesuch? Das ist auch wirklich eins. Ich habe mir etwas gegönnt, einen Kinobesuch für 8 Euro, ja. Bin aber immer noch halbwegs flüssig, also eher eins. Eins, 100%. Okay. Ich nenne jetzt zum Beispiel, das kann ich nicht nennen, aber ich nenne dir später, dann sagst du ja, okay. Okay, aber da kam jetzt Werbung. Das ist gut, dieser Deutschtest. Wie kann man nur Werbung irgendwo schalten? Ja. Das ist schon mal überhaupt nicht dieser. Ja. Vertrittst du immer, ja. Das Wort muss ich jetzt ganz, das nächste Wort musst du ganz, ganz genau hören. Ja. Vertrittst du immer verhemmt deine Meinung? Ja. Verhemmt. Ja. Ja, immer. Naja, nicht immer mit letzter Konsequenz. Nein, ich muss nicht immer alles ausdiskutieren. Ich zeige mich meist diplomatisch und beharre nicht auf meiner Meinung. Also das letzte schon mal weg. Ja. Das erste ja immer. Ja? Ja. Hand aufs Herz. Handelst du in der Regel eher vernünftig und nachvollziehbar? Für andere schon mal wenig nachvollziehbar? Mal so, mal so. Mal so, mal so. Okay. Misst du dich schon mal in fremde Angelegenheiten? Nein. Was steht da alles? Nein, niemals. Das wäre doch ziemlich anmaßend. Naja, wenn ich es als notwendig erachte, dann schon. Ja. Ja, manchmal muss ich das einfach. Das ist schwierig. Ich bin eigentlich echt nicht einer, der sich bei fremden Sachen einmischt. Mische ich mich ein, wenn so zwei Leute sich streiten und sagen, ey, da muss ich mich jetzt einmischen? Ja, aber wir reden von einem anderen Beispiel. Was denn? Ey, Bruder, mach das nicht, das ist nicht korrekt. Geh nicht hin, versuch irgendwie Geld zu verdienen für deine Familie. Ja, genau. Bleib sauber. Ja, ich mische mich ein, wenn es sein muss. Also manchmal muss ich das einfach. Ja. Okay, jetzt haben wir hier, welches Zitat könnte glatt dein Motto sein? Vom Tellerwäscher zum Millionär, das geht immer. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Bei mir früher als früh. Neutral ist man, wenn man um die Dinge weiß, die einem aber nichts anhaben können. Ach, nee. Umwerfender Charme ist die eleganteste Art, jemanden zu Fall zu bringen. Das ist dann diese Art, ne? Diese ekelhafte Art, Bruder. Es geht nicht darum, dem Leben mehr Tage zu geben, sondern dem Tagen mehr Leben. Könnte glatt von Bion sein. Ist es wahrscheinlich auch. Ja, von Dr. Bion. Ja, genau. Wahrscheinlich hat das von da. Der hat es wahrscheinlich von dir geklaut, ja. Klo, guck dir doch mal Bion Seite an. Da muss er nur noch den posten. Temperament ist der Mut, das sagen zu können, was man denkt. Ich bin, wie ich bin. Den einen kennen mich, die anderen kennen mich nicht. Also nee, sorry. Ich hab's falsch gelesen. Das ist Nisa 100 Millionen %. Was? Ich bin, wie ich bin. Die einen kennen mich, die anderen können mich. Ich finde. Das ist 100 von Nisa. Oder Carpe Diem. Das heißt, jede zweite Shisha war. So, das Leben ist zu kurz, um schlechten Wein zu trinken. Oder weder noch. Also, ich gebe nur meinen Tipp. Ja. Ich bin, wie ich bin. Die einen kennen mich, die anderen können mich. Ich glaube, das ist so der Nisa-Kodex, also dein Motto fürs Leben. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Ja. Und das mit dem Charme war auch gut. Aber ich kann nur eine aussuchen. Was würdest du von den drei sagen? Es geht nicht umwerfend. Der Charme ist die eleganteste Art, jemanden zu Fall zu bringen. Ja, das passt. Das ist schwierig jetzt. Ja. Was sagst du? Ich lass dich entscheiden als mein Nein, Bruder. Nein. Sonst, ich muss ja, ja das erste konntest du ja entscheiden. Einen von den drei kannst du dir aussuchen. Frühe Vogel fängt den Wurm, die Charmeaussage und können mich. Okay, um das mal runterzubrechen. Stehst du früh auf? Ja. Was machst du als erstes? Gehst ins Training. Dann machst du dir was in der Pfanne und dann chillst du 7 Stunden. Ja. Okay, das haben wir schon mal. Jeder liebt dich, wenn die dich live kennen, verliebt sich jeder in dich. Wenn dir aber jemand auf den Schlips tretet, dann kannst du ja auch mal ein bisschen gemein werden. Ja. So ein bisschen. Ja. Gibt's ja auch eine Liste.
So. Blacklist. Blacklist. Die habe ich ja auch. Die gibt's wirklich. Die habe ich ja auch. Und du bist ja ein Mensch, der auf viele Meinungen von anderen Menschen, das bewertest du ja. Wie meinst du das? Also dir sind ja Meinungen von anderen sehr wichtig. Was andere so über dich denken. Also wenn du so Länder angreifst und dann so komplette Facebook-Seiten mit 7000 Followern dich dann angreifen, schreibst du allen 7000 ja zurück, was du von deren Meinung hältst. Das ist ja auch schon was. Es ist schwer. Weder noch. Wir müssen. Ich kann auch weder noch machen. Was sagst du? Also dem du hast ja einen guten Charme. Ich glaube, das ist... Ja, aber die Schamaussage, da bezieht sich ja nur darauf, dass du mit deinem Charme Schaden den Leuten Schaden zufügen willst. Vom Tellerwäscher zum Millionär? Nein, das bist du. Ich hab was, das passt auch zu dir. Neutral ist man, wenn man um Dinge weiß, sie einem aber nichts anders anhaben können. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Nehmen wir das. So. Feierst du gerne? Oh ja, Party. Schon, aber immer in Maßen. Ja. Wie alles, auch wenn du 2 Kilo Fleisch wegdrückst. Nein, ich bin nicht gerade mal ein Party-Animal. Ja. Hin und wieder hängt von meiner Laune ab. Ja. Okay. Und trinkst du dabei schon mal einen über den Durst und lässt es ordentlich krachen? Okay, die Frage wissen wir, die gehen wir ganz... Okay, aber die muss man eben antworten. Ja, klar, das gehört dazu. Manchmal, aber ich kenne meine Grenzen, so wie er. Quatsch, Kurden kennen Grenzen nicht. Ah, nein, die haben doch das ist nicht meine Art. Naja, wenn die Stimmung gut ist und ich Spaß habe, kann das schon mal passieren. Also ganz klar, nein, das ist nicht meine Art. Das kann ich bestätigen. Ja. So. Das Ergebnis wird berechnet. Yeah! Okay. Ich bin voll aufgeregt, wirklich so. Zahlen Sie 39 Euro für das Ergebnis. Ich schwöre. Spaß, nein. Spaß. Okay, jetzt warten wir kurz. Selber gespannt. Ich mach das gleich jetzt mit dir auch. Eigentlich müssen wir das mit uns alle, du musst es auch machen. Wie deutsch sind wir? Da gab es noch ein anderes, aber da musst du so, wer war der erste Bundeskanzler, wer ist Reichskanzler? Ja, das weiß ich gar nicht. Politisch bin ich so. Konrad Adenauer. Nur für die Tipps für die Leute da draußen. Das Ergebnis wird berechnet. Bei dir dauert es ein bisschen länger, glaube ich. Weil die Fragen sind so unterschiedlich beantwortet. Ja, das passt nicht zusammen. Jetzt kommt so als Antwort, du musst 100% nachfragen. Das wäre geil. Ergibt dich Animateur. Achso, du musst noch was beantworten. Was denn? Dann geht's erst auf. Haben Sie schon einmal ein Auto für länger als einen Monat gemietet? Nein. Okay. Okay, jetzt kam das Ergebnis. Ja. Also, es gibt hier eine. Willst du erst die Überschrift oder willst du die ausführliche Erklärung? Ich beides. So. Ja, aber was als erstes? Die Erklärung. Weil, ja? Weil die Überschrift nimmt wahrscheinlich die Antwort weg. Ja. Na, dann erst die Erklärung. Deutsch sein, ja, wird oftmals mit Spießertum, Ordnungsliebe und Pünktlichkeit assoziiert. Ja. Zumindest wenn man andere Nationen fragt. Ja. Das Klischee von der Nation der Biertrinker, die am liebsten am Ballermann Urlaub machen, ansonsten aber fleißig und pflichtbewusst ihrer jeweiligen Arbeit nachkommt, ist in vielen Köpfen fest verankert. Rationalität, Akkuratesse und Unterkühlheit scheinen daher als typisch deutsche Tugenden zu gelten. Gemessen an diesen Vorurteilen bist du kein bisschen deutsch. Nein. Du bist nämlich als alles andere als unnahbar, zurückhaltend und fast schon manisch pflichtbewusst. Du kannst sogar mitunter ziemlich charmant und höflich und liebenswert. Nee, du kannst sogar mitunter ziemlich charmant, höflich und liebenswert sein. Und daher bist du nicht wirklich typisch deutsch, sondern vielmehr so charmant wie ein Franzose. Und der Titel ist Deutsch, du bist eher so charmant wie ein Franzose. Zeig, ich glaub dir nicht. Ach, diese Tests stimmen doch eher. Du glaubst mir nicht. Das war, ich habe noch nie so gut Deutsch gesprochen, wie als wo ich den Text abgelesen habe. Ja, warte. Ja, Franzose, vielleicht, in Nordafrika war doch französische Kolonie. Da ist bestimmt was drin. Da ist bestimmt was stecken geblieben. Hier gibt es auch weitere Tests. Was denn?
Wie erfolgreich wirst du im Leben mal sein? Immer noch. Was ist die harte Wahrheit über dich? Wer ist dein geheimnisvolles altes Ego? Alter Ego. Alter Ego, sorry. Welcher Warnhinweis sollte in einer Bedienungsanleitung über dich vermerkt sein? Ich mache die Tests mit dir in der nächsten Folge. Okay. Meine Damen und Herren, das war's wieder von... Wir sind schon fertig. Ja, wir sind fertig. Ja, das machen wir in der nächsten Folge. Ja? Yep. Meine Damen, wir machen jetzt mal ein paar Folgen so Tests. Ja, das ist geil. Ja? Das macht Bock. Meine Damen und Herren, vielen lieben Dank für diese Folge, die mich ein bisschen runtergezogen hat wegen dem Ergebnis. Weil ich weiß, dass die Ketten der Kolonialisierung nicht gesprengt worden sind. Ja? Die sind immer noch da. Ich esse ein Croissant eventuell, ein Croissant und ein Baguette und... Oh, da ist auch ein Test für dich. Was? Erkennst du diese 15 Kindersendungen nur anhand eines Bildes? Da bist du gut. Hast du noch irgendwas zu sagen? Kannst du dich schön bei unseren Fans verabschieden? Meine Damen und Herren, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Es war mir wie immer eine Ehre und eine Ehre, unseren wirklich sehr deutschen Podcast-Kollegen und mein nicht biologischer Bruder, aber mein gewünschter biologischer Bruder. Sitz neben mir, da kommt schon wieder die Polizei wegen dir. Wir haben ja nur Probleme mit dir, weil du so aussiehst, wie du aussiehst. Das ist kein Problem. Also werdet Bijamisten. Viel Spaß hat es gemacht. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Morgen. Peace out. Ciao. Ciao. Das war geil. Der Test war geil, ne? Ja. Aber waren das drei? Das ist Shisha Session 3, ne? Ja. Okay.